Moin zu Lebenslang 1, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, ich bin ja jetzt hier noch ein paar Tage da, suche noch nach Talenten, also es ist gar nicht so einfach. Scouting, ihr habt ja netterweise auch noch, um das aufzulösen, einige Namen reingeschrieben. Wir haben in einen Kommentar alle mal reingeschrieben, es waren insgesamt 7 Stück, in Klammern vielleicht 7, weil Jesper Verlat, der Sohn von Frank Verlat, der nur Werder 2 gespielt hat oder U23. Aber natürlich hatten wir schon ein paar Niederländer und unter anderem natürlich auch Ari van Lent, den kennt man natürlich auch relativ gut. Was ich sehr interessant fand, dass neben Österreich, die einen Spitzenplatz hatte mit 14 Spielern aus Österreich, auch die Dänen sehr stark vertreten waren mit insgesamt 10 Spielern aus Dänemark. Und wenn man, doch komm, Scoop, wir sind ja immer hier ohne Absprache. Probieren wir mal von den 10 Spielern mal einige zu nennen, also dänische Herkunft, die bei Werder gespielt haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Erstmal müssen wir natürlich eine Sache revidieren. Das heißt nicht revidieren, nochmal, wie soll ich sagen, nochmal darauf zu sprechen kommen, dass wir David Klaassen vergessen haben als holländischer Nationalspieler, war natürlich echt der Hammer, ne? Also das ist schon ganz schlecht, das war ja amateurhaft von uns beiden. Das war ja damals der teuerste Einkauf von Werder und der hat ja auch richtig gut performt, muss man ganz ehrlich sagen. Also das war schon echt nicht so gut, dass wir das vergessen haben. Deshalb müssen wir uns nochmal bei den Usern dafür entschuldigen, dass wir den Spitzenmann vergessen haben. So, jetzt deine Frage. 10 Dänen. Boah, das ist ja immer, wie du sagst, nicht vorbereitet und mir fällt gerade leider nur ein einziger ein und das ist Daniel Jensen. Aber lass mich nochmal... Wen hatten wir denn noch? Also Daniel Jensen war definitiv ein Däne. Boah, das ist aber jetzt richtig schwach von mir. Da fehlen mir 9 Dänen noch. Ja gut, einer spielt ja gerade bei uns. Ja klar, das ist der Stay, ne? Genau. Jens Stay, Daniel Jensen. Okay, habe ich schon mal 2. Aber dann fehlen mir ja immer noch 8. Das ist aber schlecht von mir. Da erwischte mich gerade auf einen total falschen Fuß. Sag mal, Abwehr, Mittelfeld, Angriff, alles oder was? Ich kann das dir auch gar nicht sagen. Ich habe es nur in der Übersicht bei Transfermarkt gesehen. Ich habe da gar nicht noch drauf geklickt. Von daher, Scoop, wenn dir nichts einfällt, und da ich mich jetzt auch nicht weiter damit beschäftigt habe, können wir es einfach mal so stehen lassen, könnt ihr mal reinschreiben. Aber ist kein Problem. Scoop, du hast natürlich recht mit David Klaassen, aber ich kann mich noch an irgendeine Show, die ich mal geguckt habe, erinnern. Und wenn man da denkt, wer da immer alles eingeladen ist, die Kommentatoren müssen dann den Experten auch teilweise so viele Tipps geben. Also wenn man sich nicht darauf vorbereitet auf die Frage, ist kein Problem. Ich wüsste das jetzt auch gar nicht so schnell. Da gibt es bestimmt auch viele. Wenn die Namen dann fallen, dann schiebt man sie da rein. Aber wie gesagt, dass es dann so viele sind. Ich könnte dir auch alle nicht 14 Österreicher aufzählen. Außer vielleicht okay. Mit Andi Herzog schon mal jemanden. Also Pfeifenberger nicht zu vergessen. Florian Kainz. Zum Beispiel. Florian ja, Kainz. Gut, da kämen wir wahrscheinlich auf 6 bestimmt schon, ne? Das stimmt, ja. Okay, aber es ist schon mal ein guter Auftakt, denn heute Vorbericht oder Vorschau für Leverkusen gleich mit dem weltberühmten Zettel. Und ich habe auch schon was zusammengeschrieben für unsere Homepage. Wenn ihr da immer drauf geht, ist natürlich auch immer super. Ab und zu machen wir da mal noch was. Und ganz interessant, wir haben 1979 das erste Mal überhaupt gegen Leverkusen in der Bundesliga gespielt, weil ich das immer vorbereite. Also ist halt auch schon über 40 Jahre her und man merkt, die sind auch irgendwie ein bisschen später aufgestiegen als andere Mannschaften. Aber es gibt, was ich dich noch fragen wollte, ganz interessante Information dabei, hat einmal auch jemand gespielt mit dem Namen Herzog und zwar in diesem Fall bei Leverkusen. Aber das wollte ich jetzt noch gar nicht so mit dir darüber diskutieren, sondern kannst du dich an das Halbfinale im UEFA-Pokal 1987-88 erinnern? Definitiv. 0-0 und 1-0 in Leverkusen verloren. Hundertprozentig. Dadurch ist ja Leverkusen UEFA-Pokalsieger geworden, weil sie dann ins Endspiel eingezogen sind. Und da war ich, wie gesagt, 11 Jahre alt. Ne, 88? Ja, doch, war ich 11 Jahre alt. Und ich kann mich noch ein bisschen an die beiden Spiele erinnern. Und ich meine sogar, dass Werder in beiden Spielen die bessere Mannschaft war. Gerade im Hinspiel hätten die, glaube ich, nur auf ein Tor gespielt. Der Vollborn ist, glaube ich, über sich hinausgewachsen beim 0-0. Der hat mehrere Glanzparaden hintereinander gehabt. Und beim Rückspiel verlieren wir 1-0. Ich meine sogar noch Torschütze Christian Schreier, ich bin mir aber nicht genau sicher, bei Leverkusen. Und da waren wir auch klar, die bessere Mannschaft war in dem Unentschieden nah. Aber dann wären wir ja weitergekommen, weil in Bremen 0-0 und hätten wir in Leverkusen 1-1 gespielt. Damals durch die Auswärtstorregelung wären wir dann weiter gewesen. Und das war echt total bitter, weil wir, glaube ich, in beiden Spielen die bessere Mannschaft waren.
Genau, also mir sagt das Spiel jetzt gar nichts alterstechnisch, aber schreibt gerne mal rein, ob ihr da noch Änderungen habt, weil auch in der Vorbereitung und weil natürlich jetzt auch die letzten paar Tage Champions League war und heute Abend quasi jetzt, während wir hier aufnehmen, geht es ja gleich los, auch Leverkusen quasi zur Vorbereitung, ne? Bisschen Scouting vor unserem Spiel dann am Sonntag betreiben. Also ganz interessante Sachen. Du hast ja gesagt, die sind nachher dann auch noch Europa, also UEFA Cup, UEFA Pokalsieger geworden. So. Und zwar auch, das gab es ja noch mit Hin- und Rückspiel, haben 3-0 verloren in Espanyol Barcelona, gewinnen dann selber 3-0 und gewinnen dann im Elfmeterschießen. Also sehr skurrile Sachen. Ja. Trainer bei Leverkusen damals? Hatte ich da drauf geguckt? Ich glaube, Erich Ribbeck, ne? Kann das sein? Richtig. Ja. Erich Ribbeck war Trainer, ja, genau. Und den entscheidenden Elfmeter hat geschossen Klaus Teuber, der leider schon verstorben ist. Guck mal, siehst du, da hast du ja noch weiteres Wissen von früher. So viel schon mal zum Einstand hier. Ihr merkt, wir bereiten uns hier in diesem Fall extrem nochmal auf Leverkusen vor. Wir wollen ihnen natürlich die Meisterschale nochmal streitig machen, indem wir da erfolgreich sind. Mal sehen, ob die überhaupt vielleicht heute schon bei West Ham ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit verlieren. Aber das kann ja jeder dann quasi dann selber sich anschauen, beziehungsweise ist dann wahrscheinlich die Aufnahme, wenn ihr die anguckt, das Spiel schon vorbei. Aber lass uns jetzt noch ein bisschen über Werder reden. Ansonsten gibt es ja nicht ganz so viele Nachrichten. Man probiert jetzt wieder ein Angebot zu machen für Mitch Weiser. Das ganze Thema ist jetzt seit Monaten ja schon am Stocken. Ich glaube immer noch, dass er eher gehen wird, weil wenn man jetzt erst wieder anfängt, dann mit der Berateragentur sich intensiver auszutauschen, ist meines Erachtens ein bisschen spät, das ganze Thema. Das klingt für mich eher nach Notfallplan, nachdem jetzt Woltemade und Dingchi weg sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Du? Ja, sehe ich genauso. Gehe ich mit dir komplett konform, Sepp. Also ich denke nicht, dass er die Zukunft bei Werder Bremen sieht. Wie der Friedel so schön sagte, ich glaube, der Weiser möchte auch noch mal ein bisschen höher spielen und nicht nur um die goldene Ananas spielen, wie es Marco Friedel so schön ausgedrückt hat. Und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Mitchell Weiser uns verlassen wird. Und der wird natürlich auch ein Loch bei uns reißen, ne? Das ist so. Genau, und es kamen auch noch Gerüchte auf rund um Zetterer. Der hatte, glaube ich, auch schon erste Angebote Richtung Frankreich war das jetzt angeblich sogar mit Celtic Glasgow. Also sehr interessant. Und da mache ich jetzt mal das Thema auf direkt, Scoop. Sagen wir mal, Werder gibt ihm 1,2 Millionen als Beispiel für eine Verlängerung seines laufenden Vertrages, der jetzt noch bis 25 geht und will den, weiß ich nicht, bis 26 oder 27 verlängern, als Beispiel. Ne? Und Celtic bietet dir 3-Jahres-Vertrag mit 2 Millionen. Wo geht der hin? Nach Celtic. Celtic spielt international. Celtic hat natürlich auch eine geile Fanbase, auf jeden Fall. Die schottische Liga ist natürlich total uninteressant. Da ist die deutsche Bundesliga natürlich 3-mal oder 7-mal interessanter. Aber Celtic Glasgow spielt da definitiv international. Bleibt bei den grün-weißen Farben, muss er sich nicht ändern auf jeden Fall, muss nur Englisch sprechen dann auf jeden Fall. Aber mit dem, was du gerade gesagt hast, dann würde ich als Michael Zitterer nach Celtic Glasgow gehen. Wir holen Mio Backhaus und Mio Backhaus wird unsere Nummer 1, weil Pavlenka wird ja auch gehen, gehe ich ganz stark von aus. Genau, also die Zahlen waren jetzt einfach nur so mal in die Luft gegriffen. Ich weiß nicht genau, was überhaupt Angebote gerade sind, aber ich wollte mal darüber diskutieren und ich glaube auch wenn er sagt, dass er sozusagen auch Werder-Fan ist und sich darüber gefreut hat, aber wenn es ein ähnliches Angebot geben würde und ich an seiner Stelle, würde es, glaube ich, auch machen, auch aufgrund dessen, dass er ja wahrscheinlich in den ganzen Jahren bisher gar nicht so viel Geld verdient hat, in Anführungsstrichen. Ne? Das heißt, wir reden jetzt hier über einen großen Vertrag und wenn man dann nochmal vielleicht 500.000 Euro mehr bekommt, ist das nicht uninteressant. Zumindest, wenn du jetzt mal bei Celtic spielst, wie du gesagt hast, klar, kann natürlich auch schwierig werden oder man muss sich dann vielleicht neu beweisen, ganz anderes Umfeld, aber wenn es da wirklich eine echte Option gibt. Ja, und ich weiß nicht, ob Werder zum Beispiel etc. irgendwie das Gehalt von Pavlenka gibt, das glaube ich auch über 2 Millionen war, ich kann mir das nicht vorstellen. Dass so ein hohes Angebot werden die nämlich geben. Dafür hat er jetzt auch zu wenig Spiele gemacht in der Bundesliga, die jetzt sozusagen sehr überragend waren, in Anführungsstrichen. Und meistens ist da dann so ein Gehalt, was sich über die Zeit entwickelt mit den Leistungen. Und ich weiß gar nicht, Pavlenka hat ja bestimmt 250 Bundesligaspiele gemacht oder so, schätze ich jetzt mal. Das ist ja dann auch ein Prozess. Ja, wie gesagt, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich gönne ihm das sogar. Ne? Der ist jetzt 30 vor kurzem geworden, etc., glaube ich. Ne? Ja, ich glaube noch 29, ja. Und wird bald 30, sagen wir so.
Und wenn er so einen Vertrag kriegt, also nochmal wird er, okay, als Torwart weiß ich nicht, kriegst du nochmal mit 31, 32 nochmal so ein super Angebot, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich würde es ihm nicht übel nehmen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn er diesen Schritt gehen würde. Weiser würde ich es auch nicht übel nehmen, weil er will, hat höhere Ansprüche, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Woltemade und Dingschi sieht es wieder ein bisschen anders aus, wegen der Bremer Vergangenheit und so weiter und so fort. Das sehe ich da ein bisschen anders. Aber Zetterer und Weiser, die würden richtig wehtun. Aber von meiner Seite her wäre Verständnis da, wenn sie den Verein wechseln würden. Ja, und es kann gut sein, dass wir jetzt wirklich auf einen super spannenden Sommer hin uns bewegen. Nicht wegen der Europameisterschaft, sondern wegen des neuen Kaders von Werder. Weil ich glaube, da wird sich einiges drehen. Weil wir nehmen jetzt mal diese beiden. Bei Zetterer glaube ich vielleicht auch, dass er noch eher bleibt. Aber wir haben auf jeden Fall Bewegung auf den Torhüterpositionen. Du hast es ja auch bei Flenke angesprochen. Was mit Mio Backhaus und so weiter. Wenn dann Weiser auch geht, so wie wir beide denken. Groß hört auf. Dingschi wollte mal, hatten wir schon. Also da ist viel los. Duxch ist ja auch mal ein Fragezeichen, ob der dann noch die Wertschätzung hat in Bremen und so weiter und so fort. Also glaube ich sehr spannend. Was ist mit Keita, der jetzt auch wieder nicht gespielt hat? Kommen wir nachher sicherlich auch nochmal gleich ganz zu. Also super spannend. Angeblich haben wir auch nochmal jemanden an der Angel, auch wahrscheinlich aus der österreichischen Liga, hat man so ein bisschen gehört. Mal sehen, ob sich da noch was ergibt in den nächsten 2-3 Wochen. Und heute ist er wohl der Sohn von Andrzejczyk für die U19 verpflichtet worden. Aber gut, da muss man auch erstmal abwarten. Das sind ja alle super Talente. Überall ist eine riesen Headline da, aber ob da sich jemand durchsetzt von denen, weiß man ja nicht. Der Einzige, der richtig Schlagzeilen macht, Sepp, ist ja der Stürmer von Rapid Wien, Grüll heißt er, glaube ich, ne? Ja. Positiv wie negativ, ne? Mit der Homophobie-Aussage da, war natürlich nicht so toll, aber er bockt ja auch richtig, ne? Irgendwie einen Hattrick vor kurzem gemacht und der soll richtig gut in Form sein, ne? Also auf den können wir uns wahrscheinlich freuen, obwohl nochmal österreichische Liga und deutsche Liga nochmal ein Unterschied ist, aber da kommen wir wieder zum Anfang unseres Podcasts, 14 Österreicher und da waren schon einige dabei, die Junuzovic zum Beispiel fällt mir gerade ad hoc ein, der auch bei uns richtig performt hat, ein Herzog, der bei uns richtig performt hat, ein Kainz, den ich gar nicht so schlecht fand bei uns, also da waren schon gute Leute bei, deshalb hoffe ich mal, dass der Grüll dann die gute Serie weiterführt, die Form behält und uns, das wäre dann super, das wäre dann einer, der bombt zurzeit auf jeden Fall. Ja. Aber auch sehr spannend, wie, glaube ich, so manche, um nochmal kurz abzudriften, wie manche Vereine dann so einen, ich sag mal, so einen Spezialzugang haben. Jetzt weiß ich nicht, so Bremen und Österreich, jetzt auch erstmal geografisch, hätte man jetzt ja gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ja. Der hat uns, glaube ich, mal vor einiger Zeit auch darüber unterhalten, warum aufgrund der Entfernung nicht vielleicht mehr Spieler aus diesen Benelux-Ländern da sind. Aber es sind halt nicht so viele, ne? Wie gesagt, mehr Österreicher, mehr den kann ich noch verstehen, sozusagen geografisch. Aber gerade Österreich ist natürlich dann schon ja, interessant, dass sich das so entwickelt hat. Aber es hat sich ja, glaube ich, auch in den letzten Jahren dann so verstärkt entwickelt irgendwann, ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch, ich höre dir natürlich aktiv zu, aber ich bin immer noch mit den dänischen Spielern am Überlegen. Skandinavien, Finne hätte ich Pasa, ne, Norweger hätte ich Rune Bratzert, aber meinst du, mir fehlen noch irgendwelche Dänen ein, das gibt es doch gar nicht auf jeden Fall. Außer Daniel Jensen und Jens Day, aber das ist schon krass. Aber, liebe User, dafür seid ihr ja da, uns in der Hinsicht zu unterstützen. Schreibt mal die 8 weiteren Dänen noch bitte auf, die bei uns gespielt haben. Ja, da werden sicherlich die ein oder andere dazukommen, aber von daher gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich habe es auch nicht reingeguckt, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und ich wüsste jetzt gerade, wo wir darüber reden, auch nicht, aber wir werden bestimmt irgendwelche wichtigen vergessen haben. Also die jetzt nicht nur 5 Spiele gemacht haben, sondern auch halt mehr. Es war jetzt auch wie, dass dann Ari Valent, nicht wusste gerade jetzt sozusagen in dieser 90er-Zeit, fand ich dann auch schon erstaunlich, weil das ja auch so ein, ja, kein Kultspieler, aber der war halt irgendwie so, kam immer wieder rein, hatte man eigentlich immer gut auf dem Schirm, aber siehst du, man prägt sich dann das gar nicht so unbedingt ein, wo die alle herkommen. Ich bin gerade dabei, Sepp, dass wir diesen Schwenk müssen wir nochmal machen, weil es halt überragend ist, ne? Der Podcast-Double-Saison 2004, war denn da ein Däne? Da bin ich gerade am Überlegen, aber da war aber kein Däne bei, ne? Nein, fällt mir keiner ein. 2009 Pokalsieg, als wir in Berlin waren, sind wir doch auch kein Däne dabei, oder? Außer Daniel Jensen jetzt, Entschuldigung. Daniel Jensen war natürlich dabei, aber sonst fällt mir jetzt großartig keiner ein. Markus Rosenberg zum Beispiel, auch Schwede, kein Däne. Wie gesagt, mir fallen genug Skandinavier an, aber kein Däne. Ja, aber also ihr seht hier, klar, wir können das jetzt nach der Aufnahme nochmal selber nachgucken, aber schlussendlich schreibt es gerne auch mal da rein, ob ihr ad hoc das dann so wisst.
wer dann da ist. Wir wissen es ja nicht, wie ihr gerade mitbekommt. Und dann können wir, glaube ich, schon langsam loslegen. Vielleicht noch eine Information von Wohninvest. Das für euch noch. Die haben wohl die Bandenwerbung jetzt freigegeben für die letzten Heimspiele, wegen halt dieser prekären Finanzlage. Mal gucken, wie es da so weitergeht. Aber Bandenwerbung ist jetzt auch nicht so das Thema, wo man richtig viel Geld verdient. Und ich würde sagen, Leverkusen jetzt vor der Brustkupp. Darum war am besten mal dein Zettel hervor, oder? Ja, wunderbar, dann fangen wir doch an, auf jeden Fall. Okay, unser Gegner zum Abschluss des nächsten Bundesligaspieltags, Sonntag 17.30 Uhr in der Bayer Arena, ist Bayer Leverkusen. Wie gesagt, Sepp, die haben die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden, spielen heute zu Hause gegen West Ham, das Hinspiel in der Europa League. Auch wenn die Betonbeine haben, sind die natürlich richtig heiß darauf, am Sonntag gegen uns deutscher Meister zu werden. Dann stelle ich ein bisschen den Verein vor und dann können wir ja über das Spiel reden. Also gegründet wurde der Verein am 1. Juli 1904. Die Vereinsfarben sind rot-weiß-schwarz. Mitglieder 50.000. Stadion Bayer Arena. Es wird ausverkauft sein mit 30.210 Zuschauern. Die Erfolge des Vereins Bayer Leverkusen bisher, gerade schon gesagt, UEFA-Pokalsieger 1988. Sie standen im Finale der Champions League 2002, haben gegen Real Madrid dort verloren. DFB-Pokalsieger 93 geworden. Und selbst was ich noch nie aufgeschrieben habe, das Schmankerl musste ich jetzt mit aufschreiben. Bayer Leverkusen ist auch DFB-Hallenpokalsieger 1994 geworden. Das wollte ich auch nochmal definitiv mitteilen. So, der Trainer, weltbekannt, Xabi Alonso, 42 Jahre alt, als Spieler gespielt in Liverpool, bei Real Madrid, bei Bayern München, hat 114 Länderspiele für Spanien bestritten, ist zweimal Europameister geworden und einmal Weltmeister in der Zeit von 2008 bis 2012. Dann ganz witzig, die Trainerkarriere begonnen von 2018 bis 2019 bei der U14 von Real Madrid. Das war seine erste Trainerstation. Dann von 2019 bis 2022 drei Jahre bei der B-Mannschaft von Real Sociedad. Und dann 2022 nach Leverkusen verpflichtet, als Leverkusen, glaube ich, noch gegen den Abstieg gespielt hat. Und über die Erfolgsgeschichte von Xabi Alonso werden wir ja gleich noch genug reden, was er aus dem Verein gemacht hat. Chapeau, chapeau. So, dann die Tabellensituation, Sepp. Bayer Leverkusen ist Tabellenerste mit 76 Punkten, 69 zu 19 Tore. Eine Tordifferenz von plus 50. 24 Spiele gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt, bisher noch kein Bundesligaspiel verloren, also noch ungeschlagen in allen Wettbewerben. Werder ist Tabellenzwölfte, hat ganze 31 Punkte geholt, 36 zu 44 Tore, minus 8 Tordifferenz. 8 Spiele gewonnen, 7 Spiele unentschieden gespielt und 13 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Leverkusen natürlich auch Tabellenführer. Also Tabellenerste, hat zu Hause 38 Punkte geholt, 38 zu 8 Tore, also plus 30 auch zu Hause in der Tordifferenz. 12 Spiele zu Hause gewonnen, 2 Spiele unentschieden gespielt und kein Spiel verloren. Werder ist auswärts Tabellenzehnte, haben auswärts 13 Punkte geholt. 15 zu 22 Tore, eine Tordifferenz von minus 7. 3 Spiele auswärts gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt und 7 Spiele verloren. In der Bundesliga-Karriere insgesamt 85 Spiele, davon 27 Spiele gewonnen, 34 Spiele unentschieden gespielt und 24 Spiele verloren. Trotzdem, dass wir 27 Spiele gewonnen haben und 24 verloren haben, haben wir eine negative Tordifferenz von minus 10 und zwar 127 zu 137 Tore. Im DFB-Pokal gab es 7 Spiele gegen Bayer Leverkusen. Da haben wir 6 Spiele gewonnen und 1 Spiel verloren. 15 zu 9 Tore. Ja, das Hinspiel war am 12. Spieltag, am 25. November 2023. Sepp, haben wir 0 zu 3 verloren. Das 0-1 fiel in der 9. Minute, Eigentor Demann. Das 0-2 Frimpong in der 42. Und das 0-3 Grimaldo in der 76. So, und jetzt die Statistik, meine Lieblingsstatistik und deine ja auch, Sepp, die letzten 5 Spiele, das ist schon der Hammer. In den letzten 5 Spielen hat Werder einen einzigen Punkt geholt, 4 zu 9 Tore, kein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden, 4 verloren. Im Gegensatz dazu, Sepp, Bayer Leverkusen, 15 Punkte geholt, 13 zu 5 Tore und natürlich alle 5 Spiele gewonnen. Sepp, das zu meinem berühmten Zettel, zu der ganzen Statistik hin und her, zu der Sache, dass Leverkusen Sonntag deutscher Meister gegen uns werden wird, gehe ich ganz stark von aus, muss ich leider sagen. Ich nehme meinen Tipp schon vorweg, das werden die sich nicht vom Butterbrot nehmen lassen, ist ja nicht Borussia Dortmund. Die werden so gestärkt in das Spiel gehen und die wollen das zu Hause auf jeden Fall klar machen.
Und wir werden dann zusehen, wie eine andere Mannschaft deutscher Meister wird. Und da kann ich mich an zwei Situationen erinnern, dass Werder da schon mal Zuschauer war. Einmal war ich selber im Stadion 2002. Da haben wir letzten Spieltag in Borussia Dortmund gespielt. Da ist Dortmund deutscher Meister geworden und wir sind noch in den UEFA Cup eingezogen. Da war Werder schon Zuschauer. Und 2009 ist der VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden. Da war Werder auch Gegner am letzten Spieltag in Wolfsburg. Und da haben wir auch zugeguckt, wie eine andere Mannschaft deutscher Meister geworden ist. Und jetzt in Karlauer. Dreimal ist Bremer recht, also wird Werder wohl am Sonntag auch bei der nächsten deutschen Meisterschaft zugucken. Sepp, jetzt habe ich lange genug gesprochen, jetzt zu deiner Einschätzung. Ja, genau. Ich hatte das ja auch für den Bericht auf der Homepage vorbereitet, das, was du auch an Statistik vorgelesen hast, war wirklich interessant. Da dachte ich so, warum haben wir denn so eine schlechte Tordifferenz? Da fallen mir natürlich zwei Sachen ein beim Durchscrollen. Wir haben zweimal 6-2 verloren. Das eine Mal haben wir ja schon letztes Mal darüber diskutiert. Und das andere, weißt du, wann das war? Die letzte 6-2 Niederlage. Nein. Kommen die Profifragen, ja. Unter Florian Kohfeldt haben wir, ich glaube 2018 oder so war das jetzt, ich habe das nicht mehr aufgeschrieben, haben wir auch schon mal 6-2 verloren. Auch, glaube ich, sogar zu Hause, ja. Ui, okay, krass, hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich dachte, das wäre länger her, okay. Also da, richtig bitter. Und es gab bisher keine Mannschaft in der Bundesliga, die ohne Niederlage die Serie beendet hat. Ich glaube, die Bayern waren mal ganz nah dran. Die hatten dann eine Niederlage, auch irgendwie im 32. Spieltag oder so. Oder ich glaube sogar gegen Leverkusen selber. Ich hatte das eben schon mal mir angeguckt. Also auch super spannend. Und sie marschieren ja weiter durch. Und ja, ich sage jetzt mal realistisch, auch was jetzt unser Personaldeck angeht, ist es ja nicht, du hast es auch vorgelesen, die haben ja auch kaum Gegentore. Und so viele Tore schießen wir nicht, aber wir wollen sie natürlich noch ein bisschen ärgern. Gucken wir mal nachher auf die Tipps. Lass uns aber vielleicht zu Anfang erstmal über die Aufstellung reden, oder? Ja, Zetterheim Tor, denke ich mal. So, dann wird es ja eng, weil Jung gesperrt, Pieper verletzt, Friedel gesperrt. Also denke ich mal, Stark soll wohl wieder im Training sein. Da hoffe ich natürlich, dass er spielt. Ja, jetzt gehen wir davon aus. Eher individuell, glaube ich. Ich denke nicht, dass der irgendwie eine Option für einen Kader ist. Oder zumindest nicht für die Startelf. Ja. Okay, dann lassen wir den außen vor, Sepp. Dann würde ich sagen, wird Malitini, Groß und Veljković die Innenverteidiger sein. Links dann Agu, rechts Weiser. Mittelfeld Stay, Lienen und Schmidt. Nee. Und vor. Geht ja nicht. Stay hat ja drei Spiele Sperre bekommen, rote Karte. Entschuldigung, natürlich, Stay hat doch rote Karte bekommen. Ja, dann Lienen, Schmid und ja, Alvero oder Bittencourt. Ich sag mal, diesmal lässt er den Alvero von Anfang an beginnen. Und vorne dann Dux und Woltemade, ne, denke ich mal. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob Alvero auch schon wieder fit ist. Das ist ja auch so ein bisschen so mit einer Fragezeichen gesehen. Aber ja, das wären jetzt Sachen. Letztes Mal hat der Schmid vorne gespielt neben Dux. Und dann hättest du ja nur die Varianten eigentlich zu sagen, wenn das auch wieder der Fall ist und Woltemade nicht spielt, hast du im Mittelfeld ja auch wenig Optionen. Da müsste schon Alvero spielen, falls der fit ist. Sonst müsste er schon fast Keita spielen. Du hast ja keinen mehr sonst. Mal ein bisschen schwierig. Oder lässt Makovnatski wieder spielen vorne mit Dux. Kann man auch mal probieren, damit so Bittencourt und Schmid halt ins Mittelfeld tust. Ich glaube, das sind so die Optionen. Aber die Bank sieht auch relativ leer aus, würde ich sagen. Und Naby Keita will es jetzt gegen Bayer Leverkusen sicherlich auch nicht von Anfang an bringen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und deshalb nochmal, auch wenn Bayer Leverkusen heute Abend spielt, auch wenn die Betonbeine haben, nochmal die, ich sehe, du hast gerade unseren Kader angesprochen. Wir pfeifen aus dem letzten Loch, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt. Und was willst du da gegen Bayer Leverkusen erwarten? Jetzt mal ganz ehrlich, mit Christian Groß in der Innenverteidigung. Jetzt kannst du sagen, gegen Leipzig hat auch Innenverteidiger gespielt, da haben wir 1-1 gespielt. Ja, das war aber der 16. Spieltag, es war kalt, was weiß ich, es war windig im Weserstadion. Nein, jetzt kann Leverkusen deutscher Meister werden. Also ganz, ganz ehrlich, da sehe ich, ich hoffe auch, dass sie uns nicht abschlachten werden. Das hoffe ich einfach mal, weil die nochmal das Spiel in den Knochen haben und dann auch sagen, so langsam ausklingen lassen das Spiel und dann mit den Fans feiern. Deshalb, ich greife jetzt schon vor, Sepp, 3-0 für Bayer Leverkusen und die wird ein ganz, ganz sicherer Sieg für Leverkusen in meinen Augen.
Super interessant, was ich noch sonst mitbekommen habe, weil ich mich jetzt gerade mit dieser Thematik, habe ich ja gerade mitbekommen, beschäftigt habe, habe ich mir bei West Ham das auch mal angeguckt und du glaubst es kaum, bei laut Transfermarkt hat West Ham auch nur einen 22er Kader. Und da habe ich ja schon echt gestaunt, weil das ist ja, glaube ich, so die Größe von unserem so ungefähr. Ja, natürlich ist Transfermarkt auch immer nur so Pi mal Daumen die Geschichte, aber bedenkt, die haben Premier League, die haben FA Cup, die haben Liga Cup, die spielen jetzt ja auch europäisch. Also da hat mich dann wieder gewundert, unter der Woche war wieder Belastungssteuerung, unter anderem glaube ich wieder bei Bittencourt. Ich hatte mich ja schon letztes Mal darüber gefragt, was die da für eine Belastungssteuerung immer haben. Also irgendwas ist da doch definitiv faul. Jetzt in West Ham, selbst wenn die zwei Mann mehr hätten als wir, mit einer Mehrfachbelastung quasi vier Wettbewerbe. Also man muss sich manchmal fragen, was die denn in der Bundesliga trainieren und warum alle nach einem Spiel halt eine Belastungssteuerung brauchen und nie trainieren können. Also früher war das jedenfalls anders. Das wollte ich nochmal da reinbringen, weil es gerade so in dieses Gemisch der ganzen Vereine gepasst hat. Ja, komm, ich bin noch weiter positiv. Es reicht vielleicht nicht für die erste Niederlage, aber wir schaffen ein 1-1. Die kam jetzt, du hast es ja vorgelesen, auch in den letzten fünf Spielen immer ein Gegentor, in Anführungsstrichen, im Schnitt jedenfalls gehabt. Und vielleicht sind sie wirklich etwas müde durch die Partie gegen West Ham. Und kann natürlich schon sein, dass die am Samstag ja schon deutscher Meister sind, wenn halt die anderen nicht gewinnen. Ne? Ja, das kann natürlich auch passieren. Ja, dann können sie uns den Sieger schenken. Nein, wie gesagt, auch wenn das so sein sollte, die wollen auf jeden Fall das veredeln von den eigenen Fans. Und Sepp, ich will nicht sagen, dass du ein Träumer bist. Das will ich nicht sagen auf jeden Fall, aber das kann ich mir. Okay, ich habe natürlich auch gedacht, dass wir niemals in Bayern gewinnen, aber da hatten wir noch eine ganz andere personelle Situation. Okay, da hat ein Duxch gefehlt, was wahrscheinlich gut war. Vielleicht würde ich anders reden, wenn der Duxch am Sonntag nicht spielen würde. Nein, Scherz beiseite. Also nein, die Voraussetzungen sehen jetzt für Sonntag überhaupt gar nicht gut aus und deshalb bin ich da eher Realist. Wo du gerade Duxch ansprichst, vielleicht zum Abschluss noch eine Sache, was wenigstens ja bei Duxch der interessante Fall ist, der ist wenigstens kaum verletzt, oder? Während die anderen da immer ausfallen, spielt der immer weiter, hat er auch schon 9 gelbe Karten, 8 wegen Meckerns, also natürlich auch jetzt keine rühmliche Bilanz, aber zumindest ist er fast immer da. Ja, deswegen, ich will nicht, dass du was Falsches sagst, aber das wollte ich mal einwerfen beim Thema Marvin Duxch. Ich kann mich erinnern, dass er im Interview gesagt hat, dass er ein Spieler ist, den man 80 Minuten auf dem Platz nicht sieht und dann vielleicht nur 10 Minuten. Dann ist doch klar, dass er nicht verletzt ist, wenn man ihn 80 Minuten im Spiel nicht sieht. Da hat er genug Ausruhphasen, ne? Auf jeden Fall. Da kann er ja genug ausruhen. Genau, und deswegen hat er auch die meisten Scorer bei uns. Also denkt mal drüber nach, man muss einfach effizient spielen. Ja, schreibt gerne mal rein, was ihr haltet vom Spiel gegen Leverkusen, wie ihr das seht, wie die Chancen sind, ob ihr vielleicht auch hier schon 20.000 Euro auf den Werder-Sieg getippt habt, weil die Quote so interessant ist, damit ihr euch absetzen könnt irgendwo, wo ihr auch gerne hinziehen wollt. Ich bin jetzt sozusagen für meinen Teil heraus, probiere noch nächste Spieler zu finden, damit wir den niederländischen Kader in Anführungsstrichen nochmal erhöhen können bei Werder. Ist ja schwierig genug, wenn ständig Österreicher kommen, da sind wir ja weiter im Hintertreffen. Und bitte reinschreiben, wer denn die ganzen dänischen Spieler sind, damit wir auch ein bisschen hier was an Erfahrungsschatz haben. Dann ist das für alle, glaube ich, interessant. In dem Sinne euch hier noch eine schöne Woche. Am Sonntag ein schönes Spiel. Nächste Woche dann wieder sozusagen in gewohnter Umgebung. Scoop, gerne nochmal einen schönen Rausschmeißer und bis bald. Ja, seit jetzt mein berühmter Rausschmeißer auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, immer wenn wir in Leverkusen im Stadion waren und die haben irgendwie hämisch über uns gesungen hier, oh, ist das schön, euch nie wieder zu sehen, als wir in der zweiten Liga abgestiegen sind. Da haben wir immer zwei Gegenargumente gebracht, wir Fans. Wir haben immer gesungen, wer schon Meister war, der klatscht in der Hand. Oder ihr werdet nie deutscher Meister. Das wird sich wohl Sonntag dann erledigt haben. Die Häme ist dann für Leverkusen auch vorbei, weil sie dann erst einmal Meister sind. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. In dieser Hinsicht lebenslang grün-weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot,
Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne overall. Wir stehen zusammen, eins, green, white, wonderwall. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.